herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Türchen 24! Happy Christmas! Wir haben Weihnachten. Wahnsinn. Und wir haben heute nicht nur Weihnachten, nein, der werte Sven hat auch Geburtstag heute. Geburtstag zu deinem 40. Geburtstag. Und ich habe es ja ein Geschenk für Sven. Ja, warte mal, ich muss das mal kurz rausholen. Danke dir. Bitte, ich glaube, den kannst du auch gebrauchen. Nein, wir haben natürlich kein Geschenk für Sven, aber dafür haben wir Geschenke für euch. Und zwar dicke, dicke, fette Geschenke, Leute. Oh mein Gott, wenn man jetzt mal den Wert zusammenrechnet, warte, lass mich kurz im Kopf rechnen. 20.000. 1.400 ja. Euro. Runden wir mal auf 1,5. Ja. Also nur diese wow. Drei, die davon zählen wir mal, wow. Nicht die anderen. Die Schenke nein, nicht nur mit, heute jetzt, das Türchen. Die Tage, die davor waren. Und warum euch jetzt wundert, warum Sven hier überhaupt sitzt. Sven hat mitgesponsert, ja, und deswegen ist Sven heute am 24. mit dabei, um einfach nochmal Danke zu sagen, dass du mitgemacht hast, weil es ist natürlich alles für euch gewesen. Ja, willst du noch was Kurzes dazu sagen? Ja, einfach mal Revue passieren lassen, es war ein tolles Jahr und das ist einfach ein Dankeschön an euch. Ja. Die Niese-Telling haben wir schon die anderen 23 Tage ordentlich vorbereitet, wo wir auch tolle Preise rausgehauen haben. Vielen Dank dafür, beziehungsweise wir sagen Danke an euch. Ja, auf jeden Fall, weil ohne euch, ohne so eine großartige Community wäre das gar nicht alles machbar und möglich. Und deswegen wollen wir euch auch einfach mal was zurückgeben, weil es gibt sicherlich da draußen auch ganz viele Menschen, denen es nicht so gut geht, die, ich sag mal, ja, denen es einfach nicht so gut geht. Und wir möchten einfach Dankbarkeit zeigen. Wir haben euch alle lieb und wir freuen uns einfach auch wieder ins nächste Jahr mit euch zu starten und auf wir freuen uns auf alles, was kommt mit euch zusammen und mit euch zusammen sind wir auch ein ganz großes, starkes Team und dafür einfach danke von mir ganz viele Grüße. Von mir natürlich auch. Von mir im Hintergrund. Ja. Und bevor wir starten, habt ihr natürlich eine kleine Aufgabe, bevor wir die Preise verkünden, die zu gewinnen gibt, müsst ihr natürlich eine Aufgabe erfüllen. Das heißt, wir haben ja ein Bild zusammen gepostet heute auf Instagram und dort könnt ihr oder dürft ihr hinschreiben, warum ihr dieses Geschenk haben wollt. Stimmt das? War das so besprochen? Na genau, was für ein Geschenk, weil es gibt ja drei Preise. Also es gibt, sage ich mal, einen ersten, zweiten und dritten Platz, wobei alle drei Geschenke mega sind. Und ihr schreibt einfach, für welches Geschenk ihr euch interessiert, warum ihr dieses Geschenk unbedingt gewinnen möchtet und postet unseren Post, also repostet es in eurer Story. Macht genau. Einfach einen Screenshot davon, knallt es in eure Story rein, egal ob du das machst oder täglich nicht machst. Einfach nur das Bildposting mit reinmachen. Und ja, also heute ohne Gewinncode quasi, sondern einfach. Und wichtig ist, die Namen zu verlinken. Genau. Und wichtig, also genau. Verlinkt einfach. Gibt alles, wirklich. Genau. Ja. Wir suchen uns die schönsten raus, gibt wirklich alles, verlinkt alle. Folgt uns, schreibt, warum ihr gewinnen wollt. Wirklich. Weil es sind drei Hammer-Geschenke und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Platz 3 an. Ich fang einfach mal an. Du hast übrigens, wir haben es gerade erst eingepackt. Ja. Nein, haben wir nicht. So, ich reiß es einfach mal auf. Trommelwirbel, Platz Nummer 3. Juhu. Wow. Ja, eine Nintendo Pokémon Pikachu Edition. Ja, also. Ja, ich denke mal, das ist schon mal ein richtig krasses Teil. Da wäre natürlich toll, wenn Familien sind, postet also, wenn ja. Ihr eine tolle Familie kennt, warum die Familie es gewinnen soll. Deine Kinder lieben es. Ja, ich hab's ja selber und ohne ist schon ja nicht mehr möglich. Und auch super, ich kannte das ja nur von Henning seinen Kindern, muss ich sagen, aber es ist ja super praktisch. Also auch wenn ihr verreist oder lange Autofahrten habt, das ist einfach klein, handlich, man kann es überall mit hinnehmen und deswegen finde ich das echt cool. Hier haben wir schon ein Spiel dabei und sogar zwei Controller, also ihr könnt sofort starten, wenn es dann bei euch ist. Also wie gesagt, viel Glück, macht mit, haut in die Tasten, verlinkt uns, verlinkt andere, postet das Bild, schreibt warum und weshalb und wie auch immer. Ich bin weg. Ja, jetzt kommt Platz 2. Oh Gott, man sieht uns gar nicht. Ich bin auch weg. So. Wow. Alter Schwede, was haben wir denn da drin? Mal.
Das ist doch große Schwert, Leute. Ja, hat er gut gemacht. Kann man es sehen? Man kann es sehen. Willst du es sagen, was es ist? Ein Flachbildfernseher, Leute. Von Samsung. Alles da. 4K, 4K HDMI, UHD, alles da. 4K. Der ist auch sehr, sehr gut. Der hat Apple AirPlay direkt drin. Da brauchst du gar keinen. Warte mal, wie groß ist der? Steht da, wie viel Zoll der hat? Wir haben 839 mm. Das ist 43 Zoll, warte mal. Ich weiß es nicht. Er war 43 auf jeden Zoll. Zoll. Wir haben also 43 Zoll, nur 108 cm. Ja, also, aber was nicht passt, wird fast gemacht. 43 Zoll UHD Samsung Fernseher. Frag uns, wie wir den per Post verschicken. Ja, also ich will nicht wissen, was das kostet. Allein die Post kostet da schon wieder 100 Millionen Euro. Aber es ist uns, das ist es uns wert. Und auch da wieder für euch: schreibt, wenn ihr den haben wollt, schreibt es unter das Bild. Repostet unseren Post. Frau, warum wollt ihr den haben und sagt bitte überall, dass wir die geilsten sind. Kommen wir zu Platz Nummer 1 mit leeren Händen. Alle drei Preise sind natürlich mega, aber der ein oder andere mag vielleicht lieber das. Okay, Platz Nummer 1, ja, Trommelwirbel. Puh, hier wird es eingeblendet für dich. Ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro. 500 Euro bei Holiday Check. Ja. Oh mein Gott, also wenn da nicht die nächste Reise geplant werden kann, dann weiß ich auch nicht. Kann ich den mit meiner Reise eigentlich direkt? Nein. Auf gar keinen der Fall. Der gilt nicht für dich. Der ist für euch da oder für dich. Ja. 500 Euro Reise. Also, sagt vielleicht ein Schicksal. Wen kann es treffen zu Weihnachten? Irgendwas Schlimmes passiert. Vielleicht eine Familie, die es mal verdient hat, ein paar Tage wegzukommen. Da würden wir uns freuen. Gibt uns all diese Sachen bekannt. Natürlich müsst ihr die Leute auch nicht erwähnen, wenn es anonym sein sollte, ein schlimmes Schicksal oder so ist. Schreibt uns, verlinkt uns, folgt uns, packt uns in die Story rein und dann suchen wir uns die Gewinner aus. Ja. Also ich bin überwältigt, krasse Geschenke gewesen. Ich hoffe, ihr seid auch so überwältigt, wie wir sind und ja. Ich denke, wir haben drei richtig coole Gewinne für den 24. gefunden für euch. Und ja, wie gesagt, danke nochmal für das Jahr, was wir jetzt hatten mit euch. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Wir freuen uns auf alle spannenden Projekte, die vor der Tür stehen. Und vor allem das mit euch teilen zu dürfen wieder und erleben zu können. Und ich sage von meiner Seite aus Happy Christmas, ein frohes neues Jahr auch. Und ich muss los nach Dubai. Ja, hab euch schön. Viel Spaß. Ich sag guten einfach. Flug. Danke. Feier deine Geburtstag. Ich bin raus, hört noch die Diesel Tanning zu. Bevor die Switch weggeht, bis dann. Eine Runde zocken. Ich hau hoch ab, mach mal hier zu Ende. Ciao. Frohe Weihnachten. Ich beende dann mal das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und 1000 Küsse.